Am 6. April fand der Praxistreff Bildungsprojekte 2017 im Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden statt. In sehr angenehmer Atmosphäre kamen Vertreter von Wirtschaftsunternehmen und Bildungseinrichtungen aus ganz Deutschland zusammen, um sich gemeinsam über verschiedene Bildungsprojekte zu informieren, diese weiterzuentwickeln und damit erfolgreich zur Energiewende beizutragen. Nachdem einige Gäste ihre Institutionen und Bildungsprojekte den anderen Teilnehmern vorgestellt hatten, wurden in kleinen Gruppen über verschiedene Themen der erneuerbaren Energien sowie unterschiedliche Bildungsprojekte kontrovers und konstruktiv diskutiert. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, alle verschiedenen Experimentiersysteme selber auszuprobieren bzw. sich erklären zu lassen. Außerdem konnten die neuen Elektrofahrzeuge von Volkswagen begutachtet werden, welche unsere Gäste per Shuttle zur neu umstrukturierten gläsernen Manufaktur der Volkswagen AG eskortierten. Bei einer Führung durch diese blieben keine Fragen zur Elektromobilität und den neuen Elektromodellen offen. Das diesjährige Umweltquiz und damit ein Preis für Bildungsprojekte im Wert von 500 Euro gewann eine Referentin aus Bayern, welche junge Menschen für erneuerbare Energien begeistert. Der Praxistreff Bildungsprojekte war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Es wurden viele Ideen und Erfahrungen ausgetauscht, wertvolle Kontakte geknüpft und Bildungsprojekte weiter vorangetrieben. Wir bedanken uns bei allen Gästen für das unheimlich positive Feedback, die Unterstützung durch das Hotel Taschenbergpalais Kempinski sowie der Gläserne Manufaktur und freuen uns schon auf den Praxistreff Bildungsprojekte 2018. Lexula – neue Energien verstehen.